Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Nico de Rico, unterwegs als Luna und dem Level Wilder Fledermausflug. Also der Name sagt eigentlich schon alles. Wir werden wahrscheinlich hier wieder diese coole Fledermaus kriegen mit den Schallwellen und hier durchbashen, hoffe ich zumindest. Ich finde die Fledermaus eigentlich ganz geil tatsächlich. Sag mal, was? Ach, das wechselt mit jedem Sprung, nicht nach Zeit. Ach so. Auch krass gemacht. Krasse Mechanik. Krasse Mechanik, Freunde. Hatten wir so noch nicht hier. Kann ich hier durchdashen? Ach, gucke mal. Ja, krass, das ganze Level ist ja so. Sehr geil. Ja, ist echt cool. Das habe ich so noch nicht gesehen. Also. So ähnlich schon mal, ja klar, logisch. Aber sieht man selten und verkackt. Jetzt kommt hier der Bruder an dieses Säbel. Pick, pick. So. Solange wie es nicht noch extremer wird, ist das eigentlich relativ einfach zu timen alles. Warum? Ach so, der Kaminsprung, der zählt nicht dazu. Okay, alles klar, ich sehe. Oh, kommst du wieder, Kumpel? Geht's hier hoch? Ne, schade. Und da haben wir sie doch, Freunde. Unsere Fledermaus. Schade, von denen ich so beschwören kann. Boom. Das ist schon geil, das Ding. So, jetzt ist halt die Frage. Ne, ich glaube, hier unten sterben wir. Da war schon mal das N. Jetzt die nächste Frage. Können wir die Blumen töten? Anscheinend nicht. Aber ihn können wir töten. Das ist jetzt. Wie weit kann ich zurückfliegen? Nicht weit, oder? Ja doch, Tatsache. Keine Übel. Ist ja geil. Ja, ich denke mal nicht, dass wir irgendwas übersehen haben, aber ich würde dem Spiel zutrauen, dass sie irgendeine Mechanik reinbauen von wegen hier. Du hast die Fledermaus, also flieg mal zurück. Ja, okay. Hätte ja sein können. Ich hätte es den Machern tatsächlich zugetraut. Ich muss natürlich erstmal den ganzen Weg zurück. So ein Dash wäre doch cool, dass sie nach vorne sprintet, so wie wir unter Wasser. Das wäre cool. So einmal abwärts. Und dann können wir ja weiter suchen. Und töten vor allem. So, wir müssten jetzt zu mir fliegen. So, da unten ist ein komischer Adler. Was der für eine Mission hat, finden wir gleich heraus. So. Warum ist irgendwas? Das gucken wir uns gleich an. Das ist gar kein Adler, oder? Doch. Das ist hier ein Adler. Ich meine, hey, wir können eine Fledermaus. Wir brauchen doch hier keinen Adler. Wo bin ich? Schnell hoch. Ach, hier ist ein Bonuslevel. Guck mal. Boom. Und dann let's go. Sammle die Sterne. Ach nö. Wie gesagt, wenn man es timet und weiß, wie es funktioniert, ist es ja recht einfach. Das war ja wirklich. Ein Sprung zum nächsten, kommt das Ding raus. Okay, easy. So, jetzt hier schnell nach oben. Bap. Stopp mal bitte. Können wir ja nichts mehr, ne? Nö. Es war abzusehen, dass das passiert, aber ich wollte halt die Sachen haben. Zweimal, das schießt echt zweimal der Hund. Also noch eine Münze, ist okay. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür man die braucht. Ne? Bruder, entspann dich mal. Ja, komm, also das, nö. Gönn ich mir jetzt aber nicht. Ich hätte die Fledermaus mitnehmen können, sehe ich gerade, oder? Ich hier drauf gehe, runterspringe, zack. Dann dreht sie sich nicht auch nach unten.
Dann kann ich hier ganz entspannt langfliegen. Das ist chillig. Achso, der stirbt zwar nicht, das ist ja nicht so chillig. Oh nein! Ja gut, wir hätten die Fledermaus auch oben stehen lassen können. Ja, hier unten ist es nicht wirklich schwierig lang zu kommen, aber naja. Hatten wir noch ein kleines Adventure mit der Fledermaus, ne? So knapp. Ach Gott. Jetzt habe ich zu dieser scheiß Blume hier geguckt und nicht drauf geachtet, wo ich lang fliege. Lock. So, die Fledermaus wartet da drüben auf mich, das ist gut. Ja. So, jetzt war ein richtiger Takt drin. Aber jetzt kann ich die da oben nicht einsammeln, weil ich sonst hops gehe. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es dort aussieht. Achso, da kann ich drauf. Na, ist ja entspannt. Ach, komm schon. Ach ja, das Ding. Ist ja hier nur noch ein Leben. Das ist jetzt so vom Vorteil war hier alles. So, Fledermaus. Zack, zack. Du stirbst mal bitte. Na ja, ich fliege hier noch rein. Geil. Können wir nochmal machen, die ganzen Späßchen. Das nehmen wir natürlich mit. Kleines Leben, auch was wir brauchen. So ein Drang dafür, ganz nichts einzusammeln. Das ist wie bei Call of Duty, wo man diese DNA-Stränge sammeln musste. War schon lange fertig, aber ich konnte sie nicht fliegen lassen. Musste sie mitnehmen. Ja, Bruder, komm mal hier mal ein Stück rüber. Bam! So, jetzt sollte der da sein. Genau. Perfekt. Kein Schaden genommen, alles mitgenommen, was... Ach, hier kann man raus! Ach, die, jetzt sehe ich ja jetzt erst. Okay, krass. So, let's go. Die, oh. Dinger sammle ich jetzt noch nicht unbedingt ein. Warum ist hier schon so ein Adler? Was macht der? Was kann der? Also was er kann, ist klar, aber warum ist er hier? Ich habe das Gefühl, wenn ich hier alles einsammle. Oh, der Kristall. Na ja gut, dann kann auch was kommen, das ist mir jetzt egal, ich hab den Kristall, das ist 10-mal wichtiger als irgendwelche... Boom! Die Vasen, die hier kommen oder so. Boom, boom. Okay, es kam auch nichts. Ich verstehe halt nicht, warum diese Adler hier sind. Wenn die leben lassen muss oder so. Ja, das war ein bisschen früh. Aber ein Checkpoint schmeckt natürlich immer, Freunde. So, ich denke mal nicht, dass wir nach unten müssen, oder? Also, das natürlich kann sein, aber es ist auch schon so nach Tod und Verderben aus da unten. Die Kreiselbrüder hier wieder. Ja, super. Ach, komm schon, kannst du mich früher spawnen. Oh, das I, sehr schön. Ach, komm schon. Okay, wir haben das N, das I, den Kristall und einen Schlüssel. Warum steht ein 2 und ein Pfeil? Ich weiß auch noch nicht warum. Wo bin ich? Oh mein Gott. Da ich gleich drauf gewartet, dass hier so eine Truhe ist. Also so eine Falltür. Holy cow. Wenn ich bloß die Brees hier wegschnetzeln. Tschüss, Jungs. Das passt ja schon mal. Mal kurz was gucken. Ja, da muss es, okay.
Ja, bin ich nicht hoch genug gekommen, aber wir sind noch rein in der Secret Room. Zerstöre sie alle. Okay, was gibt's jetzt? Dann die Fledermaus hier, geil. Eine Minute. Okay, wow. Ach nö. Hey, ich muss hier rein. Oh. Ach du heiliger Bimbam, na das wird ja ein Späßchen-Häschen. Jetzt muss ich hier mitfliegen und warten. 6 Stück, das heißt, wir müssen noch 3 Ringe machen. Wir haben 20, die Hälfte der Zeit vorbei. Damit sind ja auch Stacheln. Ach du Scheiße, na, das schaffe ich nicht. Ja, pro Raum braucht man etwa 10 Sekunden, das könnte knapp werden. Hier sind Tiere dran, okay. Ach ja, er ist nicht gestorben. Oh, das hätte doch aber so schön gepasst jetzt noch, dass ich es clean durchgekommen wäre. Ja. Okay, perfekt. Zeit gepennt. Wie komme ich jetzt auch da oben? Ich bin ja ein bisschen lost gerade, ne? So. Wie bin ich denn da rübergekommen? Nee. Hä? Was hab ich, wie bin ich hier nochmal rübergekommen? Das glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Achso, ja. Nee. Hä? Wie bin ich denn nach links gekommen? Der Rhythmus passt ja gar nicht mehr. Hä? Und ich müsste jetzt bald draußen sein, wenn ich hier rüber... Nee, passt sowas nicht. Muss geändert. Nö. Hätte klappen können. Hä, aber es war auch eben so, da bin ich gerade vollkommen falsch, dass wenn ich hier rüber springe, dass der da war. Also dass die links und rechts rauskamen, bin ich der Meinung. So, ich weiß nicht, ob das vorher auch so war. Sehr knapp bemessen hier, aber schaffen wir. Ach, hier ist damit zum Beispiel noch nichts drin. Sollen wir trotzdem mal warten? Das Fingerspitzengefühl hier immer. Haben wir, sehr schön. Den haben wir auch, sehr schön. Oh, ganz entspannt hier, ein bisschen sind stressen hier, ne? Hier oben wird immer ein bisschen nervig, die nehmen wir jetzt nicht mit. Ach, komm schon. Haben wir. Und zack, wir haben den Schlüssel. Sehr schön. So, jetzt können wir hier noch weiter. Das haben wir jetzt alle. Nee, noch nicht. Jetzt haben wir es alles. Da war so eine Münze dabei. Ah. Hier ist gerade ein Checkpoint, wo die behalte ich ja den Schlüssel. Du bist mal ganz leise hier, Kumpel. Und wir haben einen Checkpoint. Nice. Hopp. Können wir hier nochmal hoch? Okay, noch nicht. Sehr schön, volle Energie. Checkpoint und unser Fledermaus ist ja da. So.
So, jetzt ist der schon was mehr durch. Da ist das K, habe ich das I eigentlich? Somewhere okay. Das ist ja phänomenal hier mit dem. Aber die nehmen wir mit, Freunde. Ups. Sorry, Betty. Betsy oder? Wie nennen wir die Fledermaus? Betsy oder Betty? Betsy hat Joker mal zum Bett nochmal gesagt, da unten wieder, ja. Warum sind hier diese Adler? Die mir Schaden machen, ha! Ja, aber hä, hey, die haben auch unten. Ist dafür irgendwas, wenn ich die alle töte oder wenn ich. Ja, leben das noch. Also, spuck mal bitte, dass sie durch können. Danke. Dann checken wir mal kurz. Ah, guck mal an hier. Gibt's noch was Schönes? Oh, ein Haufen weiße Glühwürmchen. Ich glaube, den könnten wir nicht töten, ne? Müssen wir noch wieder runter, ist auch kein Problem. Wir warten, bis der Kumpel weg ist. Steigen ab und boom! Das haben wir vorhin schon gesehen, also es war offensichtlich, dass hier was ist. Ich weiß nicht, ob wir die Fledermaus mitnehmen müssen oder einfach hier stehen lassen. Das ist ja wieder so konstituiert. Okay, guck mal nach oben, was hier abgeht. Ah, ja, 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 eine Vase, guck mal, guck mal. Boom. Du bist mal ruhig, das Freundchen. Checkpoint und Betsy ist wieder am Start, Freunde. Let's go. Das macht echt Bock, dieser Fledermaus. Okay, das sind wir jetzt so halbwegs gewohnt, sag ich mal. Das kennen wir ja schon. Von dem Secret Room. Ich werde mal gucken, wo wir hin müssen, um das O zu finden. Mehr brauchen wir ja nicht mehr. Ich nehme auch lieben gerne ein paar Dinger hier mit, ne? Ein paar Glühwürmer. Ja, du gefällst mir nicht. Du gehst mal bitte weg. Oh, gut. Und da ist dann eine Vase oben gespawnt, die wir mitnehmen können. So, den Piep-Bot nehmen wir auch mal mit, einfach mal was können. Und dann müssen wir kurz warten, bis wir durch können. Das Gute ist, jetzt können wir auch getroffen werden. Weil wir ja nicht im Secret Room sind. Das heißt also, wir können quasi zu langsam unsere drei Herzen opfern, um hier durchzukommen. Aber warum sollten wir, wenn wir nicht müssen, ne? So, der Vogel lebt noch. Okay, okay. Ein bisschen schwer zu timen, weil sie nicht mal nach vorne schießt. Ne? Durch, wenn wir hochfliegen, schießt sie nach oben. Und wenn wir runterfliegen, dann schießt sie nach unten. Das ist immer ein bisschen tricky. So, der Vogel trifft uns. Naja, aber die Wespe trifft uns. Na gut. Mal gucken. Uns fehlt immer noch das O. Das ist wichtig, Freunde. Ach so, ja, einmal über ihn, einmal unter ihm und dann. Ach so, komm. Geht doch. So, den haben wir auch. Hier unten war, glaube ich, irgendwo noch was, was rumschwirrt. Genau, hier kann er piep wird. Boom! Ach so, wir gehen runter. Gut, ich weiß halt nicht, ob hier irgendwelche Räume irgendwo sind, wo man reinfliegen kann, aber. Mit dieser Fledermaus ist auch nicht jeden Winkel erkunden wegen dem Buchstaben. Ich denke mal, der wird relativ offensichtlich irgendwo zu kriegen sein. Hoffe ich. So, hier gab's nichts? Hier gab's nichts, okay. War gerade eine Wespe? Nee. Doch, Tatsache, kommt hier näher. Die würde ich gerne noch töten. Auch von meinem inneren Seelenfrieden. Und dann würde ich gerne hier wieder rein. Okay, dann warten wir.
Hier oben müsste alles dicht sein, ich komme noch so durch. Ja. Da ist was gespawnt, das habe ich gesehen. Aua gesehen. Vielleicht noch ein Leben, das ist schlecht. Ist für ein Leben gespawnt? Nee, scheiße. Ah, ein Herzchen. Ja, toll, das Herzchen, das ich gerade verloren habe, um zu drehen. Das Ding ist auf jeden Fall ein bisschen enger als die anderen. Ja. Ein bisschen nach rechts, aber oh nee, scheiße. Ach du, nö. Okay, dann machen wir das Ganze doch im Schnelldurchlauf. Es war schade um die Glühwürmchen, aber das müssen wir sie nicht alles noch mal antun. Die Vasen sind auch nur optional. Brauchen wir für die Werkstatt, um da hier Konzeptgrafiken und Musik und sowas frei zu spielen. Also nicht trophäenrelevant. Ich dachte anfangs immer, es gibt ein Trophäe von wegen sammle alle Grafiken oder Figuren, aber das gibt's nicht. Also warum damit die Zeit verschwenden? Na klar, also machen wir mal Bock drauf. Vielleicht wird das auch so der 100% Trophäe, das weiß ich noch nicht. Aber aktuell geht's erstmal rein um den Walkthrough. Und da wir das alles gerade schon mal gesehen haben hier, mache ich jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf, damit wir uns das Ganze nicht nochmal angucken müssen. Und die 100%, die hole ich mir dann eh ohne Video privat, ne? Und hier ist das O, Freunde. Das ist ein geiler Raum. Das ist ein geiler Raum. Nicht für klaustrophobische Fledermäuse. Wenn man sich halt wirklich durchrusht, sag ich mal, ne, dann ist man hier auch echt schnell. Die schießen dreimal, na klar schießen die dreimal, mach ich auch immer. Piu, piu, piu. Oh, viermal, okay, sorry. Ne, ja, warte noch kurz, bis der durch ist, ist ja. Die Bären haben ja Bock. Plopp. Boom. Und das, Freunde, war der wilde Fledermausflug. War ganz geil. Wir haben alles Wichtige. Sind leider mal gestorben zum Schluss, sonst hätten wir noch wesentlich mehr Glühwürmchen. Aber mit fast 500, 462 kann man schon mal leben. Und ich mal sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.